Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen kleinen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend wurde ich mal auf den Namen Maverick getauft und wir wollen hier gemeinsam ein bisschen Euro Truck Simulator 2 spielen. Wir befinden uns gerade in Nowogard, also in Polen, und müssen uns jetzt so langsam mal einen neuen Auftrag suchen. Eigenen LKW haben wir leider noch nicht. Dementsprechend steigen wir gleich in irgendeinen LKW ein. Mal gucken, wo es heute hingeht. Auch diese Folge nach wie vor, so wie die letzte, es ist immer noch das alte Lenkrad, die Lenkung ist immer noch hakelig. Wird besser in Zukunft, aber dauert noch ein, zwei Folgen. Deswegen, ja, bitte das zu berücksichtigen, wenn ich dann öfter mal vielleicht etwas sehr kantig um Ecken fahre oder der Spurwechsel eher so aussieht, als wenn ich gegen eine Leitplanke gefahren wäre. Das ging mit dem Lenkrad leider nicht besser. Ich würde sagen, lass uns überraschen, wo es heute hingeht. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid's auch. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video und auf nach Polen. Fahren wir denn mal als nächstes hin? Mal gucken hier. Geld für einen LKW in eigenen haben wir noch nicht, das glaube ich nicht. Ich habe Fähigkeiten, kann ich meine Fähigkeiten erhöhen? Was können wir denn bei meinen Fähigkeiten mal machen? Ein Fähigkeitspunkt. Sparsame Fahrweise. Oh. Fernfahrten, hochwertige Fracht, zerbrechliche Fracht bringt euch nicht. Aber eigentlich hier, komm, wir müssen. Nee, nicht Klasse 1. Klasse 1 will ich nicht. Klasse 1, Klasse 1, Klasse 1. Was ist denn brennbar noch? Achso, warte mal, da. Klasse 3 ist brennbar. Genau. Zack. Wir machen erstmal ADR-Schein. Teil Nummer 1. Also ADR-Schein Teil 1 machen wir erstmal als allererstes. Und dann suchen wir uns mal die nächste Mission. Was können wir denn noch so Schönes machen? Schnelle Aufträge. Was haben wir denn an Kohle? 5000, mit 5000 kriegst du noch keinen LKW. Nicht mal einen schlechten. So. Wir sind in Nowogard, ne? Wir waren in Nowogard. Wo war denn Nowogard? Nowogard Karlskrona mit dem Volvo. Könnte man machen. Ja. Ach, guck mal, kann ich jetzt hier auch nach. Ah, das ist cool, ich kann das auch nach LKW sortieren. Das ging sonst nicht. 12 Tonnen Post von Nowogard nach Karlskrona. Das machen wir mal. Jetzt wissen wir ja auch, wie der Motor angeht. Müssen nicht wieder 5 Minuten suchen. Und dann lass uns mal überraschen. Thessaloniki. Da kommen wir so schnell, glaube ich, nicht hin. Wir fahren jetzt nämlich erstmal nach Schweden. So, und Let's an. go. Let's go! Quatsch, Spiegel wollte ich nicht, ich wollte mir den LKW angucken. Aha. Schick. Gut, auf geht's. Bilden wir das Ding, blenden wir mal aus. Ach, guck mal, das ist die gleiche Firma, wo wir eben angefangen haben. Müsste mein Lenkrad nicht an, nicht. Das ist irgendwie doch in Pausenstellung, oder? Bilde ich mir das ein? Ich weiß es nicht. Finding new route. Finding new route. Kann es sein, dass er mir die Lautstärke wieder hochgedreht hat? Einfach mal die komplette Lautstärke wieder hochgerissen, die ich runtergestellt hatte. Oder lag das? Ach, vielleicht ist das Spiel auch einfach deswegen abgestürzt. Naja. Warnung? Warnung brauche ich nicht. So. Weiter geht's. Das ist schon angenehmer für die Ohren, gell? Ziemlich hässliches Interieur der Volvo. Ja, zumindest dieses Beige sieht nicht schick aus, echt nicht. So, rechts raus. Dann fahren wir jetzt bestimmt nach Stettin. Und in Stettin. Oder wir fahren nach Danzig, das kann auch sein. Wir fahren dann in Stettin oder in Danzig auf der Fähre. Turn Turn left. left, yep. Ich habe auch noch ein schickes Cargo-Pack installiert und ein schickes Vehicle-Pack, deswegen haben wir auch nicht die Standardfahrzeuge drin. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Weil die finde ich dann doch irgendwie langweilig. Die sehen noch nicht schlecht aus hier. Schöne LKWs. Gerade kam uns ein dicker Ponzer entgegen. Get ready to turn right. Also so ein Harvester auf dem LKW. Das ist ganz schick. Ein bisschen mehr Turn right. Abwechslung drin, echte Autos, das ist alles ganz schick.
Swinemünde, guck mal, wir fahren bestimmt nach Swinemünde. Siehst du, das kann auch sein. Hui. Ich hoffe Licht an. So. Ich hätte gerne einen Autolight-Mod. Guck mal da, eine schöne Mercedes M-Klasse. Nur noch Pfirsich fahren, okay. Oh, die Ampel ist nicht mehr rot, das ist schön. Zack. Aber hier durch das, an dem Loch vorbei. Ich weiß gar nicht, was man in Polen außerorts fahren darf. Ich habe keine Ahnung. Stand auch kein Schild an der Grenze. Ich fahre einfach mal 70. Also ich weiß, dass ich in Deutschland 60 darf. Das LKW. Oh, ich weiß nicht, ob das in Polen reguliert ist. Keine Ahnung. Guck mal, der DRM-Mann steht da immer noch. Junge, Junge, der hat bestimmt Drogen geladen. Der hat bestimmt irgendwas. Der muss ja was ganz Schlimmes, wenn sie den immer noch kontrollieren. Ich meine, wir waren immer 5 Stunden weg. Ups, aus dem Tempomat ausgemacht. Das, ich will jetzt gar nicht wissen, was der für Schandtaten gemacht hat. So, hui. 70 die Hügel hoch. Ja, das geht wohl, das geht wohl. Keep right. Gucken. Uno momento, por favore. Ja, so, gut, alles klar. Das passt. Ich habe eine E-Mail. Okay. Brandneuer Scania-LKW eingetroffen. Ja, dann müssen wir mal nach Dresden. Nee, mein erster LKW, den ich kaufe, muss aber eine andere Marke sein, weil ich habe nämlich bei Scania ein Achievement fehlt mir noch im Steam. Das will ich nochmal. Ich weiß gar nicht, welche Marke. Muss ich nochmal gucken. Die meisten habe ich schon durch, aber eine fehlt mir, glaube ich, noch. Exit right. Yes, sir, I exit to the right. I need to brake also a little bit, so I don't ram the Leitplanke. Yes, yes. Nicht anmachen, ich wollte meinen Tempomaten anmachen. Ist das da die Turboladeranzeige? Sieht fast so aus, ne? Könnte sein. Ja, ich glaube, das ist die Turboanzeige. 241.000 Kilometer. So quasi neu, da hat mein Auto ja mehr. Ist hat 320. Ist aber auch schon ein bisschen älter. Das ist die. Oder? Oder? Ich konnte es nicht genau lesen, dafür waren wir zu schnell. Keep left. Keep left, yes sir. Oh, hier war 70? Upsi. Ah, in Polen darf man 70, alles klar. Dann fahren wir 70, würde ich sagen. Ich hätte mich jetzt einfach an das 90-Schild da gehalten und auf 90 hochgedreht. Upsi. Ja, ist ein kleiner Verbrecher, ne? Muss auch mal sein. Da vorne fährt ein Wohnwagen. Also ein alter Wohnwagen. At the roundabout, take the first exit. At the roundabout, take the first exit. Follow the caravan. Okay, sir. Exit now. Exit now. I will exit now. We drive to Swinemünde. Oder wie auch immer man das ausspricht. Swinemünde. War hier nicht irgendwo ein Knopf für die Feedback-Kacke? Ach da. Hui. Macht das einen Unterschied? Ne. Ach, guck mal, ein Bahnhof. Ystad. Ja, ich vermute mal, wir fahren Richtung Ystad. Kopenhagen? Fähre von Swinemünde nach Kopenhagen? Okay. Warum? Damit man nicht durch Deutschland muss? Oder? Will sich mir jetzt der Sinn nicht ganz erschließen, aber okay. Scheint es zu geben. Malmö, Ystad, okay, das sehe ich ein, aber Kopenhagen? Und Rönne? Hm. Ne, die werden schon ihre Gründe haben. Straight. Go straight, okay.
Send user in the front, accelerate. Eine Arbeitsagentur und ein Parkplatz, ziemlich cooler. Guck mal, ein echter polnischer Triebwagen, schön. Keine generischen, sondern das ist ein echter, richtiger polnischer Triebwagen. Die sehen wirklich so aus. Go straight, okay. Ach du Hilfe. Ja, das ist eine geile Konstruktion hier. Hat er gerade gehupt? Ah, ich habe keine Fanfare, verdammt. Und eine Hupe habe ich. Du musst warten. Dem nehme ich jetzt die Vorfahrt. So. Rechts rum. Get ready to turn right. Okay, I turn right. Into what ship? Into this ship? Turn right. And then continue straight. Ja, wa? Wo geht's da hin? Das kenne ich nicht. Ich vermute mal hier in das, ne? Dass der Trailer da hinten nicht hängen bleibt. Oh, das ist knapp. Eieiei, das ist knapp. Achso, ich habe wieder nur auf den Spiegel geguckt, weil... Rein in die Fähre. Vielleicht nicht unbedingt mit 50. So, wo ist der Einweiser? Gibt keinen Einweiser. Bei echten Fähre habe ich immer einen Einweiser. Naja. Der Einweiser sagt immer, weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Bis du da direkt drauf stehst. Okay, ich bin zu weit gefahren. So. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen doch nach Karlskrona, oder nicht? Trelleborg oder Ystad? Ach komm, wir fahren nach Ystad. Ystad ist auf jeden Fall näher dran. Wir wollen ja nach Karlskrona und Karlskrona ist da rechts irgendwo. Karlskrona oder wollen wir nach Karlstadt? Ist egal, es ist beides relativ weit rechts auf der Karte. Zumindest weiter rechts als Trelleborg. Recomputing. Recomputing. Karlskrona, siehst du, sag ich doch. Erster Aufenthalt in Ystad, schön. Ist doch gelogen, ich war schon so oft in Ystad. Hab ich jetzt Licht an oder nicht? Ja, habe ich. Muss auch an, wir sind in Schweden, hier ist mit Licht zu fahren, immer. So. Aber aus der Fähre gefahren bin ich in Ystad noch nie. So. Get ready to turn right. Okay, get ready to turn right. 50 innerorts, 70 außerorts. Jawohl. Turn right. Turn right, okay. I turn right. My friend. Oh. At the roundabout, take the third exit. Das third exit? Ja, was anderes bleibt mir glaube ich auch nicht über, ne? Willst du hier raus? Natürlich nicht. Ladungssicherung, was ist das? Brauchen wir nicht. Quatsch. Exit now. Die beiden Minibagger, die fallen da nicht runter. Nein. Blödsinn. Die fallen da nicht runter. So, wie sollen die denn da runterfallen? Sind festgeklebt mit Patex. Oder Uhu oder was auch immer. Get ready to turn right. Get ready to turn right. Okay. Muss ich eigentlich schon wieder Sprit holen? Nee, wa? Das reicht wohl noch. So. Turn right. Schön, schön, schön. Ich weiß gar nicht, ob die an Schweden noch viel verändert haben, seit ich das letzte Mal hier rumgefahren bin. At the roundabout, take the second exit. Ja, schade. Der Exit wäre exit besser now. Gewesen, weil der wäre direkt an der Küste lang. Aber den gibt's leider nicht. Go straight. I go straight, okay, my friend. 54. Oh, ein bisschen Fernlicht haben wir dann doch schon. Hier, Schweden, das Land der Kreisverkehre. Oh,
At the roundabout, take the first exit. First exit, okay, my friend. Exit nach Tom Melilla. Ja, fahren wir nach Tom Melilla. Da war ich auch schon. Achso, ich sollte vielleicht den Tempomat hochstellen und nicht versuchen zu blinken. Falsche Taste. Ist das Schild in Schweden wirklich gelb? Ja, doch, ich glaube ja. Schön. Ui. Wir flattern durch Schweden. Wir wollen ihn ja nicht blinken. Was hat er dabei? Planierraupe. Sind irgendwie inflationär viele Schwertransporter unterwegs, kann das sein? Ja, wenn ich mir mal ein neues Lenkrad besorgt habe, dann passt das mit dem Spurhalten auch wieder, aber das hat halt, dadurch, dass es so unpräzise ist, in der Mitte eine extreme Deadzone. Ich habe schon mal überlegt, mir eins selber zu bauen. Ich habe noch ein altes Lenkrad von meinem alten Auto hier liegen. Aber go straight. Ist wahrscheinlich zu aufwendig. Wahrscheinlich kriegst du auch nicht vernünftig hin mit der ausreichenden Präzision. Wäre aber cool, ich habe ein schönes Sportlenkrad vom Saab hier liegen. Ohne Airbag, versteht sich. Liegt halt gut in der Hand, so ein Ding. Ich könnte das hier schlachten. Nein, ich lasse das. Aber ich versuche das vielleicht doch mal. Ja, mal gucken. Aber erstmal ein vernünftiges besorgt. Bastelprojekte kann man nach hinten schieben. So, wo geht's dahin? Simrisham. Ja, und. Heute keine Fotos, bitte, danke. Ach, Entschuldigung. Ja, sorry. Baut immer geradeaus. Christianstadt ist geradeaus. Keep left and then keep turn left. I'm sorry. We keep left, my friend. Yes. We turn off the tempomat. And then we roll into the roundabout. Es ist gar kein Roundabout. Turn right. Ach du Kartoffel, da hättest du auch sagen können, ich soll right turn. Right bleiben. Da hätte ich einfach auf der rechten Spur bleiben können. Naja, was soll's. So, 110. Hoch hier auf. Na, komm. Hoch auf 80, die Kiste. Ich weiß nicht, was das in Schweden kostet, aber. Habe ich noch nie ausprobiert. Tja. Verstanden, kaputter. Was macht der denn da? Blinkinge. Eng für 90 die Kurven hier. Aber ich glaube, das ist in dem Spiel immer so, ne? Go straight. I go straight, yes, my friend. Go straight. Bleibt mir auch nichts anderes übrig. Links ist eine Sackgasse. Aber schön, dass er es sagt. Wobei, go straight bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, aber schön, dass er tatsächlich trotzdem sagt. Habe ich das so weit runtergestellt? Ups. Dass er tatsächlich trotzdem sagt, auch wenn man da nicht abbiegen kann. Hätte auch sein können, dass sie sagen, brauchst du nicht. Achso, das macht er aber nur bei größeren Kreuzungen. Bei der hat er es jetzt nicht gemacht, obwohl er ja auch eine Straße abging. Das sind jetzt ja kleine Popelstraßen, ne? Also schon, also für unsere Verhältnisse schon, für schwedische Verhältnisse nicht. Haben wir es denn noch bis 35 Kilometer? Da siehst du. Warum 38 Minuten? Ist schon wieder schneller. Naja,
to... Ist das die E22 hier? Ja, wahrscheinlich, ne? Da können wir drauf durchfahren bis nach Stockholm, wenn wir wollen. Das Spiel noch kein Abstandstempomat simuliert, finde ich, ja. Get ready to turn left. Okay. Let me go to the left. Plane. Da gehen die Spuren wieder zusammen, verdammt. Okay, naja. Hier sind wir links, ne? Turn left. Yep. Richtung Växjö. Växjö, Karlskrona. Ja, fahren wir nach Växjö. Wobei ich vermute, dass wir eher Richtung Karlskrona fahren. Ah, das ist schon Karlskrona hier. Okay, oder so. Get ready to turn right. Ja, I get ready to turn right. Ampel ist aus. Turn right. Ich glaube, Feuerwehrautos war der Ersteller ein bisschen unkreativ von dem Mod. Ich glaube, das Ding fuhr vorhin auch in Berlin rum. Und in Berlin fahren solche definitiv nicht rum. Erster Aufenthalt in Karlskrona. Errungenschaft freigeschaltet. 1 von 27. Tourist. Wieso 1 von 27? Da habe ich doch schon viel mehr von gehabt. Aber okay. First exit. First exit at the roundabout. Alles klar. Exit now. Get ready to turn left. Aye, aye, sir. Hier rein? Nee, das ist zu. Turn left. Vor sich Nord wollen wir hin, ne? Vermute ich mal. Ja. You have arrived at your destination. Turn right. So. Kann ich um die Hütte umzufahren? Here we are. Der Trailer ist hinten, safe and sound. Oder der Parkplatz scheint hinten zu sein. Dann fahren wir mal um die Hütte umzu. Licht an, dass wir was sehen. Peugeot 206. Sieht bald so aus, ne? Ja. So, wo wollt ihr den hinhaben? Da nicht, da dazwischen bestimmt, ne? Auch nicht. Okay. Dann da. Ja, da soll er hin. Ich habe die Markierung aus mit den, das passt nicht. Ich habe die Markierung für die Dings, da habe ich einen Mod drauf. Die Markierung, wo man einen Trailer hinstellen kann, habe ich aus. Weil das finde ich nicht so cool. Warte mal, wie könnte man die Liftachse vom Trailer anheben? Jetzt bestimmt. Aber das ist bestimmt nicht belegt, ne? Es gibt auf jeden Fall einen Knopf, dass man die Liftachse vom Trailer anheben kann. Anhängerachsen heben. LKW-Achse ist. U-Auflieger ist der da. Zuweisung mit verlorener Funktion, das macht nichts. So. Sind die jetzt oben? Ja. Guck, genau. So, haben wir nämlich nur noch drei Achsen auf der Erde statt vier. Platz habe ich da. Quasi gar nichts. Also diese Lenkachse da hinten, die nervt aber. Muss ich jetzt echt hier über die blöde Seite einparken, dann machen wir mal Licht aus. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben, also wenn die Dinger so beschissene Kompressoren haben. Kann ich
mir den Luftkessel anzeigen lassen? Ja, da. Air darstellen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Nicht wahr? Eieiei. Och Mann! Nein, ich möchte nicht automatisch einparken. Nerv mich damit nicht. Ich kann das doch. Ich wäre ja auch schon lange fertig, wenn dieser blöde LKW nicht ständig keine Luft mehr hätte. Wobei in die Ecke reinzukommen echt blöd ist hier. Sondern auch noch über die schlechte Seite. Komme ich da dran vorbei? Nee, komme ich nicht. Nee, komme ich nicht. Keine Chance. So. Och Mann. Nein, nerv mich damit nicht. Geht nicht. Kann ich die Aufliegerbremse ausschalten? Also so nur die Festlegebremse, ne? Kann ich den Faktor davon ändern? Parken für Geübte. Umleitung, Regenwahrscheinlichkeit, Zeitzone, alle Infos, ja, ja, ja. So, ne. Ups. So. Jetzt muss ich eben gucken, dass ich den Trailer ein bisschen gedreht kriege. Oh Mann! Ey. Das ist arg übertrieben. Ja, ja. Nerv nicht. Alter. Juhu! Also über die Seite über den Spiegel einparken, das... Oh, das kann ich nicht. Das traue ich mir dann doch nicht zu. Ist egal, drück den da gefälligst gegen.
völlig Hupe, ob da kein Druck auf der Bremse ist. Drück den da drüber weg. So. Ups. Kannst du mal aufhören, mit deinen scheiß Tooltips zu nerven? Kann man das ausschalten? Muss ich da mal in Optionen gucken, aber diese blöden Tooltips, die brauche ich nicht, was soll das? So, da kriegen wir den jetzt aber gerade ran. Zack. Hervorragend. Ja, ausgezeichnet. So wollen wir das haben, ne? So und nicht anders soll das sein. Exquisit. So. Lass mich mal gucken hier. Gameplay. Root Advisor, Mitteilung für automatisches Parken, weg mit dem Schrott. Braucht kein Mensch. Es nervt nur. Möchten Sie nicht automatisch? Nein, ich möchte nicht automatisch parken. Okay. Sehr schön. Wieder eine Mission. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir schon 10.000 auf dem Konto, aber da kriegst du immer noch keinen LKW für. Da müssen wir nochmal gucken. So, die Post ist in Schweden angekommen. Mit dem Volvo. Auch ein netter LKW. Ich finde ihn nicht so schön wie den Scania. Ja, ich denke mal, wenn wir uns das kaufen, wird es ein Scania werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst gerne einen Daumen da. Lasst auch gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch andere Dinge, die hier nicht auftauchen. Zum Beispiel Dirt Rally oder sowas. Und auch ganz, ganz, was mir gerade so einfällt, was ich gerade spiele, das streame ich meistens auch. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal in Schweden.